Immer wenn ich irgendwo im Ausland war, habe ich versucht, eine Fluglinie zu nehmen, die in Schönefeld in der DDR landet. Und so bin ich eines Tages durchgerutscht bei der Passkontrolle. Sie haben nicht gemerkt, wer da steht, und haben mich durchgelassen. Und dann war ich in Ost-Berlin. Und dann habe ich sofort Freunde besucht und bin mit dem Trabi nach Jena gefahren, in meine Heimatstadt. Und das war schon verrückt. Das war schon verrückt. Ich habe mich nicht mal getraut, zu meinen Eltern zu gehen. Ich habe nicht mal getraut, zu klingeln und sagen, hier bin ich. Als ich Angst hatte, mein Vater kriegt einen Herzinfarkt, weil er gesundheitlich angeschlagen war. Und so bin ich nur zu Freunden. Aber es war deprimierend, als ich meine Heimatstadt besuchte. Meine Freunde, die ich traf, haben nur über Ausreise geredet. Viele waren schon weg, waren ausgereist in den Westen. Und vor allen Dingen, die Stadt kam mir nicht mehr so vor wie früher, bunt und voller Leben, sondern für mich war die Stadt plötzlich klein, grau und dreckig. Ich hatte einfach die große, weite Welt kennengelernt und hatte nicht begriffen, in was für ein Mief, in was für Verhältnissen wir in der DDR gelebt haben. Und jetzt plötzlich begriff ich endlich, wie schlimm eigentlich die Zustände in der DDR waren. Dass dieses Jena eigentlich klein, grau und dreckig war. Und das habe ich erst begriffen, nachdem ich halt in der Welt umhergereist war. Und ich von einem Tag auf den anderen sozusagen aus der freien Welt in diese Welt kam, die eingeschränkt war, wo nichts da war, wo keine demokratischen Grundrechte da waren, aber wo auch ein materieller Zerfall da war. Wie sind Sie dann wieder raus? Ja, ich wollte eigentlich nicht raus. Ich dachte mir, du kannst da jetzt nicht rausgehen. Du gehst zum ersten Mal freiwillig weg. Und wollte trotz der Erfahrung, dass Jena nicht mehr das war für mich, wie ich es mal kannte, bleiben. Dann habe ich in Ost-Berlin sozusagen, ja, oppositionelle Kreise getroffen, die zu mir gesagt haben, nein, wir brauchen dich in West-Berlin. Du bist für uns unersetzbar geworden in West-Berlin. Wir brauchen dich mit dem, was du dort machst. Wir brauchen die Bücher, die du uns schickst. Wir brauchen die Druckmaschinen, die du uns schickst. Wir brauchen das ganze Material, was du uns schickst, für unsere Arbeit hier.